So, willkommen wieder zu einer weiteren Folge von Let's Play SimCity. Wir machen weiter in die Valley. So, ich denke mal, vor allem wird es jetzt noch die Geschwindigkeit schnell erstellen, in dieser Folge darum gehen, das Straßennetz weiter aufzubauen, vielleicht noch mal ein paar Sachen hier noch aufzubauen. Ich weiß noch nicht genau, müssen wir halt mal gucken. Wir haben halt noch 30 Minuten Zeit. Bei wem ich mich erstmal bedanken möchte, und zwar, das ist der Erik Holzhäuser. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der hat mir empfohlen, in den ganzen Kommentaren kommen. Sorgt auch dafür, dass du hier nach Dee Valley praktisch all deine Versorgungseinrichtungen haust. Damit meint er Abwasser, Wasser, Strom und so weiter. Und dass ich das praktisch aus Dee Village raus habe, damit es nicht so schön hässlich aussieht. Ja, und irgendwie ist die Idee von ihm ja wirklich ganz plausibel und cool. Und habe ich mir gedacht, werde ich das versuchen umzusetzen. So, jetzt müssen wir erstmal wahrscheinlich direkt eine Polizei kaufen. 30.000, das dauert noch etwas. Dann werden Parks, ja, Parks, damit sollten wir uns auch beschäftigen. Wir sollten gucken, dass wir hier ein bisschen Wohlstand reinbringen. Das ist, glaube ich, auch echt eine wichtige Sache. Das ist auch etwas, was wir in dieser Folge machen sollten. Ich habe ja dafür gesorgt, dass eigentlich ein paar Polizeiwagen aus die Village rüberkommen. Was mir jetzt gerade nicht gefällt, ist der Stau, der sich hier schon entwickelt. Ich überlege gerade, wie könnte man den vielleicht umgehen. Ja, das Problem ist, dass hier direkt, wenn man reinkommt, praktisch diese große Straße ist. Vielleicht wird das ja sich mit der Zeit bessern, vor allem wenn ich dann hier Straßenbahn hinmache. Keine Ahnung. Gut. Fangen wir mal an, irgendwas konkret zu machen. Fangen wir am besten mal an mit Parks. Ah, wobei, eigentlich bräuchte ich echt die Polizei. Da wäre ich mir echt. Das wäre mir echt wichtiger. Und dann warten wir kurz, bis wir das nötige Kleingeld zusammen haben und dann diesen Schritt machen können. Roherz verkaufe ich schon, das ist schon mal sehr gut. Da kommt also ordentlich immer Kohle rein. Hier bin ich ja auch dran. Gut, da haben wir jetzt nun die 30.000. Das heißt, wir können nun die Polizeiwache aufstellen. Habe ich ja gesagt, möchte ich hier machen. Zack. Dann haben wir hier so einen kleinen Bereich, wo alles drin ist. Das Lager werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach noch hier wegtun und hier unten hin machen. Müssen wir mal gucken, wie sich das noch entwickelt. 6 begangene Verbrechen pro Tag. Ja, das liegt vor allem daran, weil ja der Wohlstand ja hier fehlt. Ich muss gerade scheinbar ziemlich viel Kohle bekommen haben, ne? Neun, ne? Weil irgendwie plötzlich hatte ich wieder alles. Warten wir mal erstmal ab, ob es da irgendwie noch beim Verbrechen noch mehr Probleme gibt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt an die Parks ran. Das mache ich eigentlich mittlerweile immer sehr gerne über diese über die Grundstückspreiskarte. Versuchen wir vor allem das Gebiet hier recht teuer zu machen. Muss ja nicht direkt komplett hier, wie sagt man, komplettes Reichengebiet werden. Das können wir bei Bedarf noch machen. Aber die Möglichkeit sollte auf jeden Fall da sein. So ein Sportplatz zum Beispiel hier. Da machen wir den Sportplatz hier hinten so. Zack, der sorgt schon mal dafür, dass wir hier ein bisschen mehr Freude haben. Dann nehmen wir so einen Gemeindepark, den setzen wir hier hin. Und zack, haben wir hier schon ein bisschen mehr. Dann machen wir Baseball hier hinten. Ja, Baseball ist immer so groß, ne? Egal. Baseball ist schön, das finden die Leute gut. Dann seht ihr schon, es entwickelt sich alles ein bisschen mehr. Grundstückspreise steigen an. Und dann habe ich mir gedacht, könnten wir mit Sicherheit hier vorne auch noch irgendwie so ein. Ich weiß gar nicht, selber spiele ich es überhaupt nicht. Tennis. Aber irgendwie wäre es ja cool. Ach, wir können es sogar hier perfekt machen. Na genial. Dann da, wo wir eben keine Häuser bauen können, machen wir einen Tennisplatz hin. Schöne Sache. Dann können wir ja eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite hier einen kleinen, das ist ein Basketballplatz, ne? Basketballplatz hier machen. Sind die auch nochmal ein bisschen glücklicher. Ja, würde ich erstmal sagen, lassen wir erstmal so, damit wir auch noch genügend haben,
aus dem anderen Bereich. Jetzt werden wir sowieso demnächst ein paar Umbauarbeiten hier haben. Dann können wir auch, glaube ich, jetzt schon mal im ersten Zug mal die Dichte hier erhöhen. Hier, aber erstmal nur hier hinten in dem Bereich. Na, jetzt fehlt mir gerade das Geld. Das kommt dann gleich wieder. So, hier Arbeiter pendeln zu den Betrieben in die Villager, das ist auch schön. Und das hier wollte ich auch noch machen, dann haben wir das erledigt. So, jetzt gibt es hier unten, habe ich gerade gesehen, gab es ein Update, ne? Ah, mein Bürgermeisterhaus kann ich bauen. Ja, das ist ja immer so eine Sache. Wo setzt man das Bürgermeisterhaus hin? Wo setzt man am Ende die Bürgermeistervilla hin? Da habe ich mir gedacht, das könnte man ja auch eigentlich hier so in diese Richtung gehen. Oder hier die Bürgermeistervilla. Ja, wo setze ich das Bürgermeisterhaus hin? Ich mach's hier oben. Das sieht doch irgendwie cool aus. Ne? Also schön so ein bisschen abgelegen. Und alle freuen sich. Das ist doch Wahnsinn. Dann hatte ich hier unten bei der Gesundheit gab es große Probleme. Ja, die Krankenzimmer sind voll. Dann bauen wir da nochmal so ein Ding hin. Nochmal ein Schild hier oben drauf. Muss ich mir mit dem Krankenwagen noch überlegen, ob ich noch einen brauche. Aber ich lasse mir ja eigentlich helfen. So, was haben wir hier? Dr. Wu, oder? Naja. Ich muss ganz ehrlich sagen, Dr. Wu habe ich erst ein einziges Mal aufgebaut, diesen Dr. Wu-Turm. Sonst hatte ich da zu viel Respekt vorgehabt. Ja. Weil man einfach zu sehr dann doch irgendwie in die wirtschaftliche Talfahrt gerissen wurde. So, die Straße kann ich noch nicht weiter ausbauen. Ich wollte die Straße jetzt demnächst hier hochführen. Bis hierhin. Ich kann es auch eigentlich nur bis hier machen. Ich weiß es nicht. Im Endeffekt total scheißegal. Dann mache ich es nur bis hier und dann. Und dann so rüberführen, dass wir hier so ein bisschen Platz haben für diese ganzen Versorgungsgeschichten. Und auch für den Bahnhof. Ja, ist eigentlich eine ganz gute Idee. Warten wir nochmal ein bisschen, bis wir ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben. Hier muss sich jetzt auch wahrscheinlich einiges entwickeln, ja. Oh. Man merkt schon. Das Straßennetz wird gefordert. Wahrscheinlich muss ich auch, ne? Ich denke mal, darauf wird es auch hinauslaufen. Diese Straße, Hauptstraße mit hoher Dichte, ist ja erst mittlere Dichte. Na, lasse ich das erstmal ganz bewusst. In den Gewerbegebieten hole ich wirklich noch wenig rein. Da könnten wir, muss ich mir noch Gedanken machen, wie ich vielleicht zu mehr führe. Hier könnten wir das vielleicht auch umändern später mal. Hast du ja auf jeden Fall eine Alternative. So, jetzt machen wir erstmal das mit der Straße hier weiter. Also. Ich habe gesagt, bis hierhin. So, dann hätten wir das hier. Und dann reiße ich die hier ab. So. Und dann haben wir das hier erstmal so gelegt. Dann wird die Straße hier demnächst einfach da rumgelegt werden. Ja, was sind die nächsten Schritte? Sowas wie zum Beispiel ein Busdepot wäre, glaube ich, eine tolle Geschichte. Ich wollte ja auch hier sowas wie Schulen auch noch hinbauen. Das bietet sich zum Beispiel auch an. Oder Schulen könnte man auch hier hinten machen. Da ist auch schon die Nachfrage nach dem. Ja. Das Busnetz, das sollte ich auf jeden Fall auch angehen.
Da muss ich mal was testen. Und zwar, wenn wir hier dieses Shuttle-Bus-Depot haben. Ah, perfekt. Weil ich hatte nämlich die Idee, dass wir das Shuttle-Bus-Depot hier hinbauen. Das kostet wie viel? 20.000. Und dann kann ich dahinter immer noch das Lager. Das Lager hier lassen. Vom Handelsdepot. Da hätte ich das so in einer Kachel drin gemeinsam stehen. Wie sieht's mit der Nachfrage aus? Ja, Wohngebiete, Industrie lässt jetzt auch ein bisschen nach. Wir können mal die Straße hier mal ein bisschen. Ein bisschen verlängern. Was ich hier draus mache, das wird noch interessant. Hatte ja eben gemeint, dass man vielleicht Gewerbegebiete machen könnte. Das mache ich einfach mal. Dann hätten wir hier noch ein paar zusätzliche Gewerbegebiete. Vielleicht könnte ich hier auch dasselbe machen mit der Straße. Ich weiß nicht wirklich, ob das was bringt. Ja? Also ich habe ja keine Ahnung. Hab manchmal das Gefühl, wenn man das macht, wenn man wirklich auf die volle Größe hiervon geht, die sich da anbietet, dass dann die Gebiete größer werden. Aber das kann auch totale Einbildung sein. So, bei dem Geld, das wir jetzt haben, können wir jetzt auch wieder ein bisschen die Straßen hier vorne nachdichten. Kam nochmal ein ordentlicher Schub gerade rein. So, machen wir hier auch noch. Und hier von vornherein so, dann kriegen sie direkt richtig viel Kohle. Da freuen sie sich. Hier fehlt mir noch. Perfekt. Hier auch. Jetzt müsste ich eigentlich, wenn ich mal so über. Ne, hier noch. So, jetzt müsste ich aber. Ah, noch die. Eigentlich erstmal alles Wichtige abgedeckt haben. Man sieht auf jeden Fall Bedarf für ein Shuttle-Bus-Depot. Aber ich sehe auch Bedarf für eine Erzmine, wie toll, also eine weitere Mine, 16.000, ja. Aber sowas kommt. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ja. Gut. Hier oben gibt es ja eigentlich erstmal keine. Ja, ich könnte eigentlich auch hier oben. Straßen ein bisschen updaten. Dann haben wir hier auch ein paar Gebäude größere Dichte oder beziehungsweise die können sich entwickeln. Also hier ist schon ein hässlicher Stau, aber was, das werden wir schon durch das Shuttlebus-Depot noch hinkriegen. Wie sieht es mit der Feuerwehr aus? Da blinkt es gerade auf. Langsame Feuerwehr. Naja, eigentlich, ne? Gar nichts Niedergebranntes und trotzdem. Ja, diese Feueralarm. Oh ne, ne? Den Feueralarm kann man aufs. Kann man nur aufs Dach setzen, soweit ich weiß. Dann muss ich das Schild abreißen. Ja, das ist doch bitter. Wo kann man denn das Schild denn hinstellen? Ah ja, das kann man später auf eine dieser Garagen hier stellen.
So ist dann schon mal die Feuerwehr vielleicht noch ein Stückchen besser organisiert. Gut, dann gehen wir mal in Richtung Shuttlebus-Depot. Das heißt, ich glaube, 16.000 hatten wir gerade gehabt, ne? Ne, 20.000 sogar. Die warten wir eben ab. Krankenwagen, das hatte ich ja alles eingestellt, dass die Village mich da unterstützt so ein bisschen, dass ich da mir das erstmal ersparen kann, praktisch. Kann ja mal so ein bisschen hier gucken. Pendler nach außerhalb, nicht besetzte Jobs. Gibt es ein paar, aber noch nicht so viele. Zu Besuch gar nichts. Ja, Schüler, Studenten. Hier holen wir 2400 Barrel jeden Tag raus. Das ist schon mal super. Da können wir noch mehr. Hier unsere 24 Tonnen. Aber wir gucken jetzt erstmal, dass wir uns erstmal mit dem Shuttlebus-Depot hier ein bisschen ausstatten. Für den Anfang ist es auch auf jeden Fall sinnvoll. Dann werde ich das einfach hier unten an die Straße packen. Wie gesagt, das Handelsdepot in einen der nächsten Folgen dann umsetzen, woanders hin. Oh, ein schöner Brand. Was mir auf jeden Fall noch fehlt, wofür ich echt noch sorgen sollte, wäre noch eine Verbindung von hier nach da. Noch irgendwie eine schnelle Brücke. Ich glaube, das wäre echt sinnvoll, damit die Feuerwehr schnell rüberkommt. Also, dass wir hier eine Brücke haben. Wir haben dann hier unten auch noch die große. Aber dass man halt insgesamt noch ein Stückchen schneller rüberkommt. Ins Gewerbegebiet. Ja. Fünfundzwanzigtausend, perfekt. Shuttlebus-Depot ist gekauft. Stelle ich ganz bewusst, ja, hier unten einfach mal hin. Dann können wir jetzt auch anfangen, Bushaltestellen zu bauen. Ja, nach welchem System soll man da vorgehen? Also eigentlich, ihr sagt mir immer, ich stelle viel zu viele Bushaltestellen auf. In eurer Logik wäre das praktisch in Ordnung, wenn ich hier immer einen hinbaue. Och, verdammt! Nein! Tornado! Ja, solange die nur darum geht, ist das erstmal alles noch nicht so schlimm. Das kann sich ja alles wieder aufbauen. Soll aber mal langsamer weggehen, weg von der Erz. Weg vom Erz. So, alle Trümmer sind schnell abgerissen. Zwei verlassene Gebäude noch irgendwo hier. Brand, das haben wir schon gedacht. Und hier war es auch ein Brand. Okay, also das baut sich hier alles nach. So, zurück. Nicht genug Bushaltestellen. Ja. Also, wie können wir irgendwie ein geiles Bushaltestellensystem hier einbauen, ohne dass ich zu wenig, ohne dass zu viele Leute hier total traurig sind? Ich versuche einfach mal was. Starten wir einfach mal hier oben. Und dann hier eine, damit die Außen alle abgedichtet sind. Wir können auch hier ja ein bisschen. Wir haben echt Spielraum. So. Dann machen wir dasselbe. Machen wir denselben hier auch.
hier auch, hier auch, hier auch. Machen wir es mal hier, versuchen wir es genau wie auf der gegenüberliegenden Seite. Na, ob diese paar Bushaltestellen am Ende wirklich reichen? Gut, das hat schon mal geklappt. Gucken wir mal, wie wir es hier anstellen. Ich glaube, wir versuchen es ganz genauso. So. 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 Und hier, dann müsste eigentlich alles befahrbar sein. Okay, das passt schon mal. 32.000, wenn ich hier die Busse aufgestellt habe. Wie sieht denn mit der Zeit aus? 18 Minuten, da ändere ich erstmal noch nichts. Ja, einfach, der will einfach noch, dass ich noch einen Bus hinzufüge, oder? Was ja auch auf jeden Fall Sinn macht. Zack. So, jetzt wollte ich ja gucken. Ich würde echt sau gerne in der Folge schon das ganze Straßennetz fertig kriegen. Auch wenn das sau teuer ist. Was ist das denn hier? Das ist interessant, würde ich sagen. Ja, cool. Das heißt also, hier haben wir schon mal einen Rundgang, der möglich ist für ein späteres Straßenbahnnetz. Ist da also schon mal der Weg geebnet. Hier muss ich mir noch ausdenken, wie wir es machen, weil hier wird es schwierig. Ich glaube, hier machen wir das so. Ich kann ja nicht hier direkt das sagen. Dann sagt er, es ist zu nah. Hier mache ich einfach so eine Straße rein. Je nachdem. Ich lasse es erstmal stehen. Je nachdem, was ich dann da später überhaupt wirklich hinsetze und was nicht. So, jetzt also haben wir hier unten Shuttlebus-Depot, da gibt es scheinbar auch erstmal gar keine Probleme. Wir könnten uns jetzt noch einfach mal ein paar Häuser noch gönnen. Ich mache direkt die Straßen mit mittlerer Dichte draus. Vielleicht Sportplatz und so weiter, das könnten wir auch in Betracht ziehen. Oder sollten wir in Betracht ziehen? Hier. Haben wir zwar die Wiede wirklich voll im Wohngebiet drin, aber da kann man erstmal so nichts machen. Die Sachen ergeben sich halt so, wie sie sind. So und nicht anders. So, was könnte das nächste sein? Ach, wir kriegen ein Upgrade. Das nächste, wir haben ja wirklich viel Kohle, ist wirklich, dass ich jetzt mal sage, hier, wir machen mit dem Erz noch weiter und versuchen dann noch mehr rauszuholen. Das heißt, wir holen noch einen neuen Turm. Nehmen wir erstmal das, was auf der Seite noch liegt. Machen noch eine neue Garage und Transporter auf, die muss es natürlich auch geben. Habe ich überhaupt, ja, das will ich ja dann rüberbauen hier unten hin. Wird wahrscheinlich eh am Ende alles auf einen Umschlagplatz hinauslaufen. Wie sieht es bei der Ölquelle aus? Kriegen wir da, wie teuer ist da? 10.000, das kriegen wir wahrscheinlich auch noch hin.
Schildchen habe ich vergessen aufzustellen. Ich mag das mit den Schildchen. Und scheinbar freut es auch hier die Leute, dass ich das Schildchen aufgestellt habe. Warum auch immer. Ja, wir könnten... Gucken wir uns nochmal die Grundstückspreiskarte an. Hier unten ist ja wirklich alles ganz, ganz low-level gehalten. Also müssen wir das auf jeden Fall mal verändern. Und, ja, ich weiß noch nicht, wo ich mein richtiges Reichen... Wenn es ein Reichengebiet gibt, aber wo ich dieses richtige Reichengebiet hinsetze. Amphitheater kostet... Ja, warum nicht? Weil wenn man es dann hier hinsetzt, dann hat es mehr Einfluss. Machen wir das Amphitheater. Holen wir uns das einfach mal. Zack, ist hier direkt alles hochgeschossen. Schade, ich mag das eher, wenn die Flächen, wie sagt man, wenn sie diese Größe haben, von der maximalen Dichte, damit kann ich viel besser arbeiten, als wenn das solche abgehackten kleinen Dinger sind. Ja, lassen wir das erstmal so ein Park recht hinten erstmal. Da bin ich mir nämlich noch gar nicht so sicher, ob ich hier überhaupt so viele Reiche brauche. Das ist ja schon mal gut, dass wir sowas hier hinten haben. Die Bushaltestellen hatte ich doch hier unten auch schon ausgebaut, ne? Also das... Ah ne, hatte ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Noch keine hier unten hingebaut. So. Also wir machen durch Transaktionen jetzt auch wirklich viel. Wir können jetzt auch noch hier oben zum Öl gehen. Und da uns auch noch was holen. Ich baue mir direkt hier dran noch eine. Ich könnte auch mehrere von diesen Ölquellen, soweit ich weiß, hier auch aufstellen. Das wird wahrscheinlich auch sogar Sinn machen, hier mehrere hinzubauen. Nebeneinander liegen, dass man dann noch mehr rausholt, weil Öl ja zurzeit teuer ist. Ich kenne noch die Phase, wo es nur 4.500 gekostet hat. Jetzt kann man es für 9.000 holen. Also da kann man auf jeden Fall noch was machen. Wollte ich gerade damit sagen. Joa. Soll ich hier weitere Häuser hinbauen? Ich hab wirklich keine Ahnung. Was steht denn hier? Straßenbahnnetz, ne? Ja. Jetzt habe ich mache ich gedrückt. Statt. Das war eigentlich nicht mein. Ja. Aber dann könnten. Wollte ich nicht meinen. Aber das mit dem Bahnhof immer frühzeitig zu planen, ist natürlich auch nicht schlecht. Das wird jetzt nichts sein, was ich jetzt mache, weil das Ding kostet auch 40.000. Aber es wird darauf hinauslaufen, dass ich ihn hier hinbaue. Gut. Gut. Ich würde sagen, Erz oder nicht Erz. Cool. Ja, weg. Ich würde sagen, für die Folge reicht es erstmal. Wir haben wieder Nacht. Sehen nochmal den schönen Anblick. Was in der nächsten Folge kommt, ich weiß nicht. Ich gucke mal so, was mir gerade so im Kopf kommt. Ja, also wo der Bedarf praktisch ist. Nochmal vielen Dank an den Erik. Sage ich jetzt einfach mal. Bin jetzt einfach mal per Du mit dir. Ich werde das auf jeden Fall machen. Das kann ich ja nochmal eben kurz hier am Ende gucken. Ich vergesse das dauernd mit dem Wasser, wo das ganze Wasser liegt. Genau hier, dass ich hierhin wirklich Wasser und sonst was alles hinbauen werde. Dazu brauchen wir halt genügend Kohle, das wird noch kommen. Gut. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich freue mich schon drauf. Ich finde das echt besser dadurch, dass ich jetzt nur Donnerstag und Sonntag rausbringe, weil das halt echt angenehmer für mich ist. Dann muss ich das Spiel auch gar nicht so oft spielen und dann hat man auch viel mehr Spaß drauf. Dran, meine ich. Gut, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin.